Wir präsentieren die besten Spülmaschinentests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Siemens X61X12 IQ 100 voll integrierter Geschirrspüler. Die Siemens-Version verfügt über den Energieeffizienzkurs A+ und das Austrocknen der Effizienzklasse AR hat eine Kapazität von 12 maßgeschneiderten Decken sowie 86,5 cm hoch, 59,8 cm breit und auch 55 cm tief. Der jährliche Wasserverbrauch beträgt 2940 Liter und die jährliche Energieaufnahme 290 Kilowattstunden. Zu den Programmen der Siemens Geschirrspülmaschine gehören ein Favoritenprogramm, ein Öko-Programm, ein intensives Programm, ein einstündiges Programm sowie ein automatisiertes Programm. Zu den einzigartigen Features gehören die VarioSpeed, Intensivzone und auch Halblastalternativen. Mit Hilfe der VarioSpeed-Auswahl kann der Benutzer den Programmzeitraum vor Programmbeginn oder während der Ausführung des Programms senken. Die Option Intensivzone erhöht den Sprühdruck im unteren Korn. Nummer 4. AEG FSS 5260 ATS voll integrierter Geschirrspüler. Die AEG FSS 5260 ATS Spülmaschine ist komplett integriert sowie 81,8 cm hoch, 59,6 cm breit und 55 cm tief. Es ist 262 Kilowattstunden pro Jahr und hat auch Leistungsverlauf A++. Sein jährlicher Wasserverbrauch beträgt 2775 Liter und seine Menge 47 Dezibel. Die AEG Geschirrspülmaschine ist mit einem LED-Bildschirm und einer vorprogrammierten Startzeit ausgestattet. Bei Verwendung der vorgewählten Startzeit kann der Kunde eine Zeitspanne zwischen 1 und 24 Stunden festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit startet das Gerät das ausgewählte Programm. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hisense HV6131 Geschirrspüler. Die Hisense HV6131 ist eine vollständig integrierte Geschirrspülmaschine. Es nimmt 246 Kilowattstunden pro Jahr auf und hat den Energieeffizienzkurs A++. Im Gegensatz zu vielen anderen Designs aus unserem Geschirrspülmaschinenkontrast ist die Hisense-Version nicht mit einem Besteckkorb ausgestattet, sondern mit einer Besteckschublade. Verschiedene weitere Optionen der Hisense Geschirrspülmaschine sind die 50% Tonnen sowie Speedwash-Funktionen. Das Auslösen der halben Tonnen-Alternative kann sich lohnen, wenn die Geschirrspülmaschine nur halb voll ist. In dieser Situation passt das Feature das Entnomene-Programm an und verringert auch die Wasser- und Leistungsaufnahme. Durch die Aktivierung der Speedwash-Auswahl wird der Programmzeitraum verringert. Gleichzeitig steigt der Wasserverbrauch sowie die Leistung. Die Hisense Spülmaschine ist ebenfalls mit einer vorgegebenen Startzeit ausgestattet. Das Volumen des Herstellers beträgt 45 Dezibel. Nummer 2. AEG FFB 52600 ZM Stand Geschirrspüler. Der AEG FFB 52600 ZM ist eine freistehende Spülmaschine. Es hat eine Fähigkeit von 13 Platzeinstellungen und ist mit einem Besteckkorb ausgestattet. Der reduzierte Korb des Geräts hat einen Korbkümmern, ein Glaskorb und zwei Plattenbesitzer, die gefaltet werden können. Der obere Korb ist mit einem Korbmanagement, zwei Softspikes und klappbaren Becherständern ausgestattet. Im Autosense-Programm ändert das Gerät die Dauer, den Wasserverbrauch und auch die Stromversorgung der Last. Verschiedene andere Attribute der Spülmaschine sind die LED-Anzeige, die weiterhin Zeitanzeige sowie die Startzeitvorauswahl, die zur Konfiguration eines verzögerten Starts genutzt werden kann. Bei der Startzeitvorauswahl kann eine optimale Dauer von 1 Tag gesetzt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch SMS 2 ITW 33 E-Serie 2 freistehender Geschirrspüler. Die Bosch SMS 2 ITW 33 E-Serie 2 ist eine freistehende Tellerwäscherin. Es ist in Weiß gestaltet und hat auch die Wirksamkeit Klasse A+.
Das Gadget verbraucht 290 Kilowattstunden sowie 2940 Liter Wasser pro Jahr. Seine Fähigkeit ist 12 Platzeinstellungen und auch seine Menge ist 48 Dezibel. Die Spülmaschine ist 84,5 cm hoch und auch 60 cm groß. Die Bosch Geschirrspüler ist mit verschiedenen Programmen und auch speziellen Funktionen ausgestattet. Dazu gehören ein Fahrwässerprogramm, ein automatisiertes Programm und auch die zusätzliche trockene Auswahl. Unter Verwendung der Fahrwässerfunktion kann ein bevorzugtes Programm Setup eingerichtet werden. Im automatischen Programm passt der Geschirrspüler die Waschzeit zusammen mit der Temperatur und auch der Aufnahme des Wassers auf das Niveau der Verschmutzung an. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.